Hey, what's up? You're listening to Mahogany Music Press. Wir sind auf dem Chiemsee Reggae Summer und bei uns ist jetzt Martin Yondo. Yeah, hallo. Wie war das Konzert? Super nice, sehr schön. Wir hatten eine stressige Fahrt hierher, schon am Wochenende, am Freitag angefangen in Weitrop. Gestern waren wir in Köln auf der Gamescom und überall hat es immer ein bisschen geregnet. Und wir haben den Regen echt geschafft, immer ein bisschen wegzuspielen. Und heute war es wieder, die Connection war da und wir durften dankbar in der Sonne spielen. Ja, wir haben schon gerade am Anfang ist ja die Sonne schon durchgekommen und dann wurde es immer sonniger, bis dann bei Gringos am sonnigsten war. Ja, du hast ja als singender T-Shirt-Verkäufer angefangen. Wie kamst du so zur Musik? Wie kamst du dazu? Irgendwann, also jeder Jugendliche hört ja Musik. Ich komme eigentlich auch eher aus der Hardcore-Ecke, so Heavy Metal und Hip-Hop so. Und habe irgendwann dann mal durch einen Kumpel, der ältere Brüder hatte, dann Bob Marley-Platten gehört und das hat mich sofort gecatcht. Und habe auch die Texte von den Jamaikanern relativ schnell verstanden, obwohl ich gar kein Patois kann. Und das hat mir einfach sehr viel zugesagt, teils auch mehr als Hip-Hop aus Amerika, weil ich bin halt halb Koreaner. Da gab es ein paar Barrieren, so Ice Cube und so sind ja dann Koreaner-Hater und sowas so. Und da war es dann für mich immer schwierig, Hip-Hop zu hören. Da blieb ja nur Cypress Hill, House of Pain, so ein paar bestimmte Bands blieben übrig so. Aber jetzt nicht so aller Black Hip-Hop war nicht jetzt auch dann für mich sozusagen prädestiniert. Und bei der Reggae-Musik war es einfach, dass ich so ein bisschen das Internationale, gerade bei Bob Marley halt einfach diese Freiheit, die er auch besungen hat, dass es egal ist, wo man herkommt. Und er hat mal so einen schönen Satz wohl gesagt, dass sein Vater ist weiß, seine Mutter schwarz, er hat nichts außer Gott. Und das fand ich immer ganz gut. Das war dann so für mich ein bisschen, ich habe auch einen deutschen Vater, eine südkoreanische Mutter, stehe auch so zwischen den Kulturen. Und fand dann halt, ja, das hat er für mich auf den Punkt getroffen und damit hat er mich nicht erwischt. Und dann habe ich halt angefangen, wieder Gitarre zu spielen. Ich habe es mal ein bisschen gelernt als Jugendlicher. Klassikunterricht hat meine Mutter mich zu gezwungen so und dann habe ich es geschafft zu lassen. Und irgendwann habe ich die Gitarre wieder selbst in die Hand genommen. Und dann ging es eigentlich am Lagerfeuer los. Mit Djembe spielen, Didgeridoo spielen, sich mit Kulturen auseinandersetzen und Aborigines und sowas alles glauben. Und dann war es so die Reggae-Musik eigentlich so, oder der Rhythmus, sage ich mal, der mich auch gecatcht hat. Wobei ich natürlich auch gerne Hip-Hop mache oder auch einfach so Gitarrenmusik, da komme ich halt her. Wenn ich auf deine Texte höre. Ja. Es geht ja um ganz, ganz viele verschiedene Sachen immer. Ja. Was ist so deine Message? Gibt es eine, die übergreifend ist? Eigentlich, ja, Positivität, also dass man positiv ist, ne? Also dass man was Gutes macht mit der Musik und dass man nicht Leute gegeneinander aufbringt, sondern eher vereint und Menschen eine gute Zeit gibt, wobei es nicht oberflächlich sein muss halt so oder soll, aber es darf auch nicht zu politisch sein. In Ja Gringo sage ich auch schon extrem meine Meinung auf jeden Fall. Ich weiß auch zum Glauben sehe, auch zwischen Koran, Bibel und Bhagavad Gita und sowas. Aber trotzdem finde ich, muss Musik eine Leichtigkeit haben, darf nicht wirklich politisch sein und darf auf gar keinen Fall Menschen gegeneinander aufbringen. Halt ja, so. Ja. So, dass die Musik leicht sein muss, würdest du es auch jungen Musikern raten? Wir unterstützen ja vor allem junge Musiker. Was könntest du denen auf den Weg geben? Dass sie es eigentlich aus dem Herzen machen. Man muss gar nicht so viel kopieren oder gucken, so der hat dies gemacht, der hat das gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang versucht, eigentlich gar nicht Musik von anderen Menschen zu hören. Einfach damit ich dann auch danach rausgehen kann und sagen kann, ich habe meine Musik gemacht. Also das, was ich fühle. Natürlich gibt es nur 12 Töne. Die kann man durcheinander würfeln und irgendwann ist auch rein mathematisch schon zu Ende. Aber das ist, finde ich, so ein Aspekt, der bestimmt auch Leuten, die Musik machen oder gerade jungen Künstlern einfach das Schöne wäre, dass die einfach ihr Zeitgefühl aufnehmen und trotzdem ist da immer was Zeitloses. Also jeder von uns hat Großeltern, die hatten Großeltern. Also insofern, jeder kommt vom Ursprung der Erde. Und trotzdem lebt man jetzt in der modernen Zeit und da ist es vielleicht einfach gut, wenn man nicht zu sehr kopiert oder guckt, was jetzt gerade angesagt ist oder sowas, sondern vielleicht einfach ja, Augen zumachen und von sich aus heraus singen. So. Was ist bei dir geplant in nächster Zeit noch? Wir sind auf Tour, ich bin wieder am Start und freue mich jetzt, im Herbst gehen wir auf Tour, im November sind wir auf Tour, viel Norddeutschland, Süddeutschland, Österreich, Schweiz. Und es gibt auch noch eine neue Single, die steht jetzt in der Pipeline, da gibt es eine neue, nette Collaboration mit Perkussiv und da darf man sich auf jeden Fall freuen. Super. Okay, wenn du so auf deine musikalische Karriere zurückblickst jetzt, was war so das Beste, was dir jemals passiert ist auf der Bühne oder das insgesamt? Das Beste? Eigentlich dann auch die Zeit mit Gentleman. Also das war einfach die schönste Zeit, als er mich immer mitgenommen hat. Heute habe ich auf dem Chiemsee gespielt, wo ich viel auch mit ihm gespielt habe. Ja. Und das war eigentlich die schönste Zeit, weil mich kannte keiner. Wie gesagt, ich habe viele T-Shirts verkauft, keiner kannte mich. Ich konnte dabei sein, ich konnte im Publikum überall rumlaufen und man wurde noch gar nicht erkannt oder... Das war einfach die schönste Zeit, weil ich wirklich alles von allen Seiten miterleben konnte und es auch wirklich aufgesaugt habe. Also ich habe einfach jedes Konzert genutzt, hinter der Bühne zu sein, vor der Bühne zu sein, im Publikum zu sein und einfach alles aus allen Richtungen und ja, von jeder Ecke aufzunehmen. So. Und das war eigentlich die größte Zeit und einfach auch in so einer schönen, harmonischen, großen Gruppe rumzufahren mit so einem coolen Bandleader, das ist auf jeden Fall das ist ein Segen. Ja.
arbeitet ihr immer noch zusammen? Habt ihr noch viel Kontakt? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen auf jeden Fall. Ich bin wieder aus Köln weggezogen. Dann verläuft es sich auch. Er tourt in der Weltgeschichte extrem viel rum. So. Ich hatte mich ein bisschen zurückgezogen. Aber ich denke, wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Heute vielleicht nochmal. Ja. Und da wird bestimmt noch einiges gehen. Na klar. Bist du heute noch den ganzen Tag da und hörst dir auch sein Konzert an? Das schaffen wir nicht mehr so. Wir haben jetzt ein hartes Wochenende durchgerockt. So. Ja. Gleich werde ich nochmal kochen bei der Sandwichmaker und... Dann werden wir nochmal im Goulart-Zelt spielen, dann müssen wir auch schon wieder losfahren, weil wir müssen nach Berlin wieder. Das ist es halt, ne? Manchmal schafft man es sich nicht zu sehen, ja, auch wenn es schön wäre so. Aber so ist es halt, die Welt dreht sich. Und wird sich weiter drehen. Ja, super, vielen Dank. Ja, bitteschön.